Einen wunderschönen guten Abend. Jochen Till, ich komme aus Frankfurt und ich schreibe Bücher und ich habe sehr selten Erwachsenenlesungen, weil ich hauptsächlich Kinder- und Jugendbücher schreibe. Das ist heute sogar meine erste Solo-Erwachsenenlesung, meine allererste. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Mein erstes Buch ist erschienen 1997 und das war ein Jugendbuch. Und irgendwann kam halt meine erste Lesungsanfrage und ich habe ein Problem, ich bin Stotterer. Ja, das merkt man im freien Reden jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Aber damals war das halt so, Lesungen machen, Stotterer, schwierig. Und dann habe ich es halt einmal probiert, so vor Freunden und so, und es war nicht gut. Es war für mich kein Spaß, fürs Publikum kein Spaß und für meine Bücher auch nicht. Und dann hat damals ein Kollege von mir, ich habe gearbeitet im Frankfurter Comic Shop, hat gesagt, dann lese ich halt für dich vor. Ja? Der hat damals so ein bisschen irgendwie, was ich, erste Theaterluft geschnuppert. Der hat auch mittlerweile ein eigenes Theater in Frankfurt. So, und es ist halt quasi aus einer Not geboren. Und von da an waren wir dann 20 Jahre lang zu zweit unterwegs auf Lesereisen. Er hat immer vorgelesen für mich. Ich habe das Ganze moderiert, habe ein bisschen was erzählt, Fragen beantwortet. So, und irgendwann hatte aber keiner meiner Vorleser mehr Zeit. Ja, das kann ja auch nicht jeder ständig halt mit mir durch die Weltgeschichte fahren. Und dann musste ich es alleine machen. Und dann habe ich das auch alleine gemacht. Und es hat geklappt. Und es hat sogar so gut geklappt, dass ich dieses Jahr zum Lesekünstler des Jahres ausgezeichnet wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt keine schönere Auszeichnung für mich. Ja, ein Stotterer, der Lesekünstler des Jahres wird. Im Kinderbuch ist das alles auch überhaupt kein Problem mehr, weil ich habe im Jahr so ungefähr 150 Lesungen. Ich kann das fast schon auswendig. Das hat mit Vorlesen nichts mehr zu tun. Das Problem beim Vorlesen ist ja, der Text steht fest. Und dann weiß ich, da kommt vielleicht ein Wort, wo ich hängen bleiben könnte. Das ist wie gesagt, jetzt bei den Kinderbüchern kein Problem. Das habe ich alles schon 100-mal gemacht. Das, was ich heute mache, mache ich zum ersten Mal tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Und genau, wir fangen an mit dem großen Nick. Ich bin ein sehr großer Fan des kleinen Nick. Wer kennt den kleinen Nick? Bitte mal melden. Okay, sind gar nicht so viele. Der kleine Nick, das sind ganz berühmte Kinderbücher von René Goscinny. Das ist der Mann, der auch Asterix mit erfunden hat. Und der kleine Nick ist, ich glaube, 9 oder 10 Jahre alt und erzählt aus seinem Leben. Was in der Schule so passiert, was zu Hause so passiert. Und das wurde geschrieben in den 60ern, glaube ich. Also sehr, sehr charmant, sehr, sehr witzig. Und ich bin ein großer Fan des kleinen Nick. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ich schreibe den großen Nick für Erwachsene. Und mein Nick ist eben nicht mehr 9 oder 10, der ist Anfang 20. Und beim kleinen Nick gibt es ganz viele Comiczeichnungen. Ich liebe Comics, sieht man an meiner Frisur schon. Kann aber überhaupt nicht zeichnen. Null. Und dann habe ich aber einen Zeichner entdeckt und der hat dann den großen Nick illustriert. Ich zeige euch einfach mal erstmal ein paar Bilder, um die euch vorzustellen. Das ist der Nick, der spielt die Hauptrolle. Der Nick ist Anfang 20, wohnt aber noch zu Hause, weil praktisch, ja. Der Nick hat einen besten Freund, das ist der Uwe. Der Uwe arbeitet nicht so gern. Der Uwe klaut lieber Pfandflaschen. Nicht sammeln, er klaut Pfandflaschen. Wie gesagt, der Nick wohnt noch zu Hause, das ist immer sehr praktisch, außer wenn seine Eltern reinkommen, wenn sie es nicht sollen. Wobei der Vater ja so guckt, als würde er gerade was sehen, was er lange nicht mehr gesehen hat. Der Nick arbeitet in einer Bank, dort hat er eine Chefin, das ist die Frau Bruchmüller. Die Frau Bruchmüller isst sehr gerne, wie man sieht. Sie macht zum Ausgleich aber auch Sport. Das ist sehr wichtig. Das Problem bei dem Buch war, ich hatte einen tollen Verlag gefunden, den Carlsen Verlag. Und die wollten es eigentlich auch der große Nick nennen. Aber dann kam jemand von Carlsen auf die blöde Idee, mal bei der Rechtsabteilung von Diogenes anzurufen, wo der kleine Nick ist, und die zu fragen, ob die was dagegen hätten. Und sie hatten was dagegen. Von daher haben sie das Buch dann nicht der große Nick genannt. Sie haben es genannt Überall Mädchen, der große Nick erzählt. Und plötzlich war es auch nicht mehr vorne auf dem Katalog drauf, sondern hinten zwischen einem Sexratgeber für Senioren und einem Fußballbuch. Hat sich auch dementsprechend überhaupt nicht verkauft, leider, leider, sonst hätte ich gern noch mehr geschrieben.
Genau. Hat erst hieß das Buch überall Mädchen. Das heißt, es müssen ja auch ein paar Mädchen drin vorkommen. Sie zum Beispiel kommt eines Tages zum Nick in die Bank und fragt ihn, ob er ihr 3000 Euro leiht für eine Fettabsaugung. Halt, und der Nick sagt so, hä? Du siehst jetzt nicht so aus, als bräuchtest du eine Fettabsaugung. Und sie so, doch, doch, es ist ganz schlimm. Hier sind Dellen und so. Und bitte, bitte gib mir 3000 Euro. Halt, und der Nick sagt, das ist nicht mein Geld hier. Ich muss erst überprüfen, ob du das wirklich brauchst. Das wird dann überprüft. Streng geschäftlich alles. Und sie kriegt das Geld nicht. Wir haben noch ein paar Mädchen dabei. Sie macht vielleicht eine Fettabsaugung, keine Ahnung. Das ist quasi die Stiefmutter seines anderen besten Freundes. Dieses kleine Tierchen kommt jetzt gleich vor in der Geschichte. Das ist ein Vegetariertier. Das sind die Tiere, die millionenfach brutalst abgeschlachtet werden. Nur zu Nahrungszwecken. Ja, diese putzigen kleinen Dinger. Und das ist so eine Mörderin. Die Frau Müller-Hansen-Drechsler von gegenüber. Und ich lese euch jetzt einfach mal eine Geschichte vor. Da sind 16 abgeschlossene Geschichten drin in dem Buch. Und ich lese euch eine davon vor. Halt, und der große Nick spricht und erzählt halt so wie der kleine Nick, ja? Halt, der hört sich jetzt halt an wie so ein 10-Jähriger. Halt, der ist auch so ein bisschen naiv, aber lasst euch davon nicht irritieren, weil das ist quasi das Konzept des Buches, halt, dass der genauso spricht wie der kleine Nick. Bevor man mit einem Mädchen knutschen darf, muss man meistens erst noch ganz blöde Sachen machen. Tanzen gehen oder ins Kino oder essen oder so ein Quatsch. Wieso das so ist, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube ja, das machen die Mädchen so, weil sie es toll finden, wenn man Geld für sie ausgibt. Die wissen ganz genau, wie gern wir knutschen. Und was man sehr gern mag, das gibt es meistens nicht umsonst. Und das wissen die auch. Dabei knutschen die auch voll gern, die Mädchen. Aber zahlen müssen sie dafür nichts. Das ist irgendwie ungerecht. Ist aber so wie bei mir neulich. Da habe ich nämlich ein sehr hübsches Mädchen kennengelernt. In der Mittagspause beim Metzger um die Ecke. Da habe ich mir ein Wurstbrötchen gekauft. Das mache ich manchmal, wenn Mama mir Salat einpackt oder Ciabatta mit Gorgonzola oder irgendeinen anderen Mist, den ich nicht mag und dann immer der Bruchmüller schenke. Weil die isst nämlich alles. Die Wurstbrötchen vom Metzger um die Ecke sind saulecker. Aber diesmal ist mir meins runtergefallen. Auf den Boden. Aber das war nicht so schlimm, weil die sind ja immer in Folie eingepackt, falls sie mal runterfallen und da hat jemand die Bakterien nicht richtig weggeputzt. Aber als ich mich dann nach dem Wurstbrötchen gebückt habe, bin ich voll mit jemand zusammengeknallt. Am Kopf, das hat vielleicht wehgetan. Zuerst wollte ich ja meckern, aber dann habe ich gesehen, dass der andere Kopf zu einem Mädchen gehört hat und sehr süß war. Oh, Entschuldigung, habe ich dann schnell gesagt. Hast du dir wehgetan? Nee, geht schon wieder, hat sie gesagt. Das war aber sehr lieb von dir, dass du mein Wurstbrötchen aufheben wolltest, habe ich dann gesagt und das Wurstbrötchen aus der Folie gewickelt. Willst du mal beißen? Nein, danke, hat sie gesagt. Ich bin Vegetarierin. Echt? Vegetarierin? Was machst du dann beim Metzger? Die haben hier auch ganz leckere vegetarische Sachen, hat sie geantwortet. Ach so, ja? Nein, mehr so Tofu. Schon mal probiert? Da habe ich vorsichtshalber mal den Kopf geschüttelt, weil ich wusste ja noch nicht mal, was ein Tofu ist. Also konnte ich ja auch nicht wissen, ob ich schon mal einen probiert habe. Mit diesen komischen Vegetariertieren kenne ich mich nicht aus. Aber das hat mich dann auf eine Idee gebracht. Ich habe noch nie mit einer Vegetarierin geknutscht, habe ich gedacht. Weil Vegetarierinnen, habe ich gedacht, die sehen alle so aus wie die Frau Müller-Hansen-Drechsler von gegenüber. Und die sieht total ausgetrocknet aus im Gesicht und überall sonst bestimmt auch. Aber das sieht man zum Glück nicht, weil sie ja immer so biologisch abbaubare Schlabberklamotten anhat, die nach verfaulten Eiern riechen. Das ist wirklich eklig und darum habe ich mich auch nie für Vegetarierinnen interessiert. Aber das Mädchen beim Metzger, die war echt sehr hübsch und sexy angezogen und trotzdem Vegetarierin. Und darum habe ich gedacht, mit der würde ich gern echt mal knutschen. Und wenn ich sie zum Essen einlade, dann wird das ja auch super billig. Weil so viel kann es ja nicht kosten, so ein bisschen Grünzeug und ein Stück Tofu. Das ist auf jeden Fall billiger als Kino. Also habe ich sie gefragt, willst du mit mir essen gehen? Ich lade dich auch ein. Oh ja, supi, hat sie da gesagt. Zum Chinesen, da gehe ich nämlich am allerliebsten hin. Ja, ich aber nicht. Weil da war ich nämlich noch nie. Und wo ich noch nie war, da weiß ich ja nicht, wie das Essen da schmeckt. Tante Birgit hat zwar mal was vom Chinesen mitgebracht, aber erstens wusste ich nicht, ob das derselbe Chinese gekocht hat. Und zweitens hat das irgendwie seltsam gerochen und da war so komisches Gemüse dabei. Das habe ich erst gar nicht probiert. Aber das war mir dann eigentlich auch egal, weil mir ging es ja ums Knutschen und nicht ums Essen. Und fürs Knutschen ist es immer gut, wenn das Mädchen bestimmen darf, wo man vor dem Knutschen essen geht. Also habe ich gesagt, ja supi, tolle Idee, gehen wir zum Chinesen. Das haben wir dann auch gemacht. Aber erst abends, weil tagsüber, da knutschen Mädchen nicht so gern. Wahrscheinlich, weil die meisten Jungs besser aussehen, wenn es dunkel ist. Manche Mädchen aber auch. Beim Chinesen war es dann ganz nett.
bis ein Chinese kam. Bis ein Chinese kam und gefragt hat, was wir essen wollen. Da wusste ich erst mal gar nicht, was ich bestellen soll, weil eigentlich hatte ich ja Lust auf Fleisch. Aber die Gabriele, so hieß nämlich das Mädchen, war ja Vegetarierin. Und da habe ich gedacht, ist jetzt vielleicht unhöflich, wenn ich tote Kuh mit Reis bestelle. Also habe ich Nudeln mit Soße bestellt. Das hätte ich besser mal lassen sollen. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass die Chinesen immer mit Stäbchen essen. Und dann sind erstmal die meisten Nudeln auf den Boden gefallen und auf meiner Hose gelandet. Und die Gabriele hat gelacht. Lass dir doch eine Gabel bringen. Ach nö, nicht nötig, habe ich da gesagt, weil ich wollte ja nicht als Trottel da sitzen, der nicht mit Stäbchen essen kann und am Ende nichts zu knutschen kriegt. Ich war dann auch viel früher fertig als die Gabriele, weil die Nudeln sind fast alle auf den Boden gefallen. Aber die haben eh nicht so gut geschmeckt, also egal. Willst du noch was von mir, hat die Gabriele dann gefragt. Ist echt lecker, komm, probier mal. Dann hat sie irgendwas Grünes mit den Stäbchen vom Teller genommen und in eine braune Soße getunkt und vor mein Gesicht gehalten. Normalerweise nehme ich ja nichts in den Mund, wo ich nicht weiß, was es ist. Aber dann habe ich wieder gedacht, das muss ich jetzt schon machen, sonst wird das nachher nichts mit dem Knutschen. Also habe ich es probiert und ganz schnell runtergeschluckt, weil das war ganz schön eklig und überhaupt nicht lecker. Schmeckt gut, habe ich da gesagt. Soll ich dann schon mal zahlen? Habe ich dann auch gemacht. Und das war ganz schön teuer für Nudeln auf dem Boden und ekliges Gemüse. Fast 20 Euro. Also dafür muss dann aber schon echt noch ein bisschen Knutschen mit drin sein, habe ich gedacht. Nicht nur so ein trockener, hohler Keks hinterher, der nach Papier schmeckt. Die Gabriele hat mich dann aber zum Glück gleich gefragt, ob ich noch mit zu ihr kommen will. Und da wusste ich, heute wird auf jeden Fall noch geknutscht. Das hat sich gelohnt, das komische Essen. Und es fing sogar schon an, als wir im Auto gesessen haben, das mit dem Knutschen. Und das war auch ganz toll und mit Zunge und Fummeln und so weiter. Aber leider nicht lang, weil plötzlich ist meine Zunge ganz dick geworden und hat kaum noch in ihren Mund gepasst. Da hat die Gabriele einen ganz schönen Schreck gekriegt und angefangen zu schreien. Hätte ich wohl auch an ihrer Stelle. Dann ist die Zunge langsam so dick geworden, dass sie kaum noch in meinen Mund gepasst hat. Komisch, habe ich da gesagt. Und das hat sich sehr lustig angehört. Sonst passiert das eigentlich nur, wenn ich Erdnüsse esse. Da bin ich nämlich allergisch gegen. Und die Gabriele hat gesagt, wie bitte? Hör doch mal auf so zu nuscheln, man versteht ja kein Wort. Erdnüsse, ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ja, warum sagst du das denn nicht gleich, hat die Gabriele dann gesagt. Dann hätte ich dir doch keine Erdnusssoße zum Probieren gegeben. Also jetzt mal ehrlich, wer macht denn bitte schön Erdnüsse in die Soße? Die gehören doch in ein Schälchen auf den Tisch, wenn Fußball läuft, damit man sie gleich erkennt und nicht aus Versehen in den Mund nimmt, wenn man allergisch ist. Das wäre Tante Birgit nicht passiert. Die ist nämlich auch allergisch, aber gegen Katzen. Also gegen die Haare. Und da käme ja wohl kaum jemand auf die Idee, eine Katze in die Soße zu tun. Okay, die Chinesen vielleicht schon, weil die essen ja alles. Aber die Haare, die machen die bestimmt auch vorher ab, weil Haare in der Soße, das mag ja nur echt niemand. Dann schon lieber Erdnüsse, wenn man nicht gerade allergisch dagegen ist. Ja, das ist nämlich ganz schön gefährlich. Darum habe ich dann auch zur Gabriele gesagt, du musst mit ins Krankenhaus fahren. Und zwar schnell, sonst sterb ich. Wie bitte? Was hast du gesagt? Hat die Gabriele mich dann nachgeäfft. Aber das fand ich gar nicht lustig. Ins Krankenhaus, habe ich sie dann angeschrien. Du sollst mit ins Krankenhaus fahren, verdammter Mist nochmal. Ja, ja, schon gut. Reg dich ab, hat die Gabriele gesagt. Wo geht's denn zum Krankenhaus? Da vorne links, habe ich gesagt. Links, hat die Gabriele mich wieder nachgeäfft. Nein, links, verdammt links, habe ich sie angeschrien, weil knutschen hin oder her, das war echt nicht mehr lustig, fand ich. Und dann bin ich ohnmächtig geworden, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Als ich wieder aufgewacht bin, da stand ein Mann im weißen Kittel über mir, der war Doktor und hatte eine riesige Spritze in der Hand und damit hat er mir dann in die Zunge gespritzt. Das hat vielleicht wehgetan, da bin ich gleich nochmal ohnmächtig geworden. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, war alles wieder okay, also fast alles. Weil das Erste, was ich dann gesehen habe, war die Gabriele, wie sie mit dem Doktor geknutscht hat. Das fand ich überhaupt nicht nett. Ey, spinnst du, habe ich da gesagt. Du kannst doch nicht erst meine Zunge mit Erdnüssen dick machen und mich fast umbringen und dann mit dem Doktor knutschen. Doch, kann ich, hat die Gabriele dann gesagt. Der passt nämlich viel besser zu mir, weil der ist auch Vegetarier. Und morgen gehen wir zum Inder essen. Da gibt's ganz leckere Currysoße. Ich bin aber allergisch gegen Curry, hat der Doktor da gesagt und so getan, als wäre seine Zunge ganz dick. Haben die auch Erdnusssoße? Da hat die Gabriele ganz laut gelacht und ich habe dem Doktor eine geknallt. Und er hat sich vor Schreck auf die Zunge gebissen. Die ist dann wirklich ganz dick geworden und ich musste nach Hause laufen, weil die Gabriele, die blöde Nuss, die wollte mich nicht fahren, weil ich ein allergisches Pupsloch wäre, hat sie gesagt. Also eins weiß ich ganz genau. Wenn ich mir das nächste Mal beim Metzger ein Wurstbrötchen hole und es fällt hin, dann lasse ich es liegen.